Hallo, Freunde der digitalen Unterhaltung. Heute geht es um The Fall. Dieses ist ein Abenteuerspiel von Silverstyle aus dem Jahr 2011. Das Spiel ist ein klassisches Point-and-Click-Adventure mit jeder Menge Rätsel. Als Setting musste wieder mal die Endzeit herhalten. Typisch ausstaffiert mit Mutanten, Krankheiten, Wasserknappheit und Sand. Jede Menge Sand. Hallo, Freund der Endzeitunterhaltung. Das Ende ist da. Die Grafik ist ganz solide und das Spiel ist deutsch vertont. Trotzdem möchte sich nicht so recht wirklicher Spielspaß aufkommen, da die Rätsel teilweise sehr konstruiert wirken und der Hauptcharakter absolut unsympathisch ist. Das Ende ist nah. Tut Buße, ihr Sünder. Dieses Mal wirklich, ganz ehrlich, glaubt mir, wirklich, das Ende ist nah. Das Spiel ist auch für ungeübte Spieler in 2 bis 3 Stunden zu bewältigen. Wenn man wirklich mal bei den Rätseln hängen bleibt, gibt es eine Ingame-Hilfe, den sogenannten Survival Guide. Als Neuware konnte ich das Spiel nicht entdecken. Gebraucht bezahlt man inklusive Versand ungefähr 5 Euro. Im Spiel merkt man leider an allen Ecken an, dass der nötige Feinschliff fehlt und die Spielzeit fällt auch sehr kurz aus. Dieses Spiel ist wirklich nur absoluten Freunden der Endzeitunterhaltung zu empfehlen. Du kannst dich retten. Abonniere diesen Kanal. Zum Abschluss gibt es noch ein wenig unkommentiertes Gameplay. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Konstruktive Kritik und Likes sind natürlich ebenfalls willkommen. Ich sage bereits an dieser Stelle auf Wiedersehen und bis zum nächsten Video. Nimm deine Drecksfinger von meinen Hörnchensachen, Joker. Du musst Dallens sein. Was quatschst du da über Hörnchen? Das sind meine Lieblinge, mein Ein und Alles.